Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen, beziehungsweise Odin war einkaufen. Ich habe jetzt hier einen Haufen Zeug liegen. Diesmal ist nicht alles von Amazon. Also ich habe bei Family was gekauft, bei Wert Baude oder so, ist irgendwas aus Frankreich. Dann Amazon. Spock habe ich auch was gekauft, aber das ist noch nicht da. Oh, Katze, weg. Oh, die hat jetzt gerade meine leere Tasse umgeschmissen vom Cappuccino. Runter vom Tisch hier. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal hiermit an. Dann kann ich die Kartons nämlich auch wegschmeißen. So, da habe ich einmal bei Amazon so Badespaßtiere geholt. Den Link mache ich euch auch in die Beschreibung. Ich würde euch bezahlt 6 Euro, 7 Euro, 8 Euro. Scheiße, habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist halt einmal so ein lilaner. Ja, und dann kann man da raufquietschen. So. Und die haben dann hier so ein, hier sieht man es am besten, die haben dann so ein kleines Loch am Mund und dann kann man dann halt spritzen. Dann so ein rosaner, die sind auch alle schön quietschbunt. So, dann haben wir noch. Und hier noch ein orangener. Und ein gelber ist auch noch da. Die sind alle schön quietschbunt. Die Kinder mögen es ja bunt. So, dann haben wir das. Dann habe ich sowas hier geholt. Das zeige ich euch mal. Das sieht ein bisschen aus wie ein Hosenträger. Das hat aber auf beiden Seiten, auch wie beim Hosenträger, sowas zum Zumachen. Ist aber ziemlich kurz. Also würde für einen Hosenträger nicht reichen. Das ist für Bettlaken. Wenn ein Spannbettlaken oder ein normales Bettlaken nicht mehr so, wenn man es um die Matratze rummacht, nicht mehr so hält, dann kann man das dann so über Kreuz so machen und dann zieht sich das so zusammen, man kann es hier auch verstellen und dann hält das Bettlaken, dass es nicht mehr verrutscht. Habe ich eine Packung mit 8 Stück sind hier drin, habe ich 4 für meine große Tochter und 4 für meine kleine Tochter. Also für meine große Tochter logischerweise für Bettlaken. Für die kleine Tochter, weil meine Frau immer so Angst hat, dass die durch Strampeln und so sich die Decke über den Kopf zieht, da machen wir dann einfach die Decke fest unten am Fußende, ja, und dann auf der anderen Seite machen wir es am Bett hinten fest. Und dadurch, wenn sie strampelt, hält die, also sie hat nicht so eine Kraft, dass er, ja, also kann sie ein bisschen dehnen, aber die Decke geht nicht über den Kopf. Also nicht an der Seite festmachen, nur hinten, damit die halt nicht hochgezogen wird. Ja, und ein paar sind schon raus. Meine Frau hat schon 2 rausgenommen für die kleine Tochter. Sie ist oben am Bett schon dran und sie ist sehr zufrieden damit. Ist eigentlich nur als für Laken gedacht gewesen, aber ja, für uns wartet halt ganz okay so und ganz gut. Das nicht. So. Dann, ach nee, Kick haben wir auch noch was. Kick habe ich mir einmal hier so eine Blu-ray geholt. Magische See, Tales of, für 1 Euro. Ich habe gedacht, für 1 Euro kann man nicht falsch machen. Ist runtergesetzt, sollte mal 1,99 € kosten. Habe ich gedacht, naja, kann man nicht verkehrt machen. Dann bei Facebook, in meiner Umgebung hier, hat jemand gepostet, also eine nette Dame wartet, die macht das selber, so ein Brett. Also in meinem Ort, kaufen, verschenken oder sowas. Oder Kleinanzeigen war das. Was, Kleinanzeigen? Der Name meines Ortes und Kleinanzeigen? Ich weiß es nicht. Und da habe ich das gekauft für 10 Euro. Das ist ein Frühstücksbrett. Das ist aber auch nicht imprägniert. Also ist auch ein leichtes Holz. Ist nicht dafür geeignet, um davon zu essen. Aber ich fand es halt cool mit dem Wikinger und Odin. Und habe gedacht, Mensch, das kann ich neben meinen Torsammer machen. Weil es optisch halt sehr schön aussieht. Fand ich. Ich kann es euch nochmal zeigen, so der Wikinger. Und das hat sie selbst gemacht. Der hat sie selbst gemacht und fand ich sehr toll. So, dann, ach hier noch von Kick. Ich hatte es ja schon mal im Livestream gezeigt. Habe ich bei Kick ein T-Shirt gefunden. Da haben wir nämlich für die Große und für die Kleine Klamotten gekauft. So, und seht ihr hier XL, also 3XL. So, komm, hoch hier, der Zettel. Vorne der Totenkorb. Und hinten, ihr wisst ja, ich stehe auf Totenköppe. Und hinten ist es halt groß drauf. Was hat er gekostet?
6,99. Und da habe ich gedacht, für 6,99 kann man da nichts verkehrt machen. So, dann kommen wir zu dem anderen. Dann kann ich die Sachen nämlich heute auch gleich alle waschen. So, weil bevor man Kindersachen anzieht, den Kindern anzieht, soll man die immer durchwaschen, ohne Weichspüler. Das werde ich dann heute auch gleich machen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bodies für Kinder ab 3 Monate, 60 cm. Die waren im Angebot. Da hat mir Marc, da erstmal ganz liebe Grüße an Marc. Ich muss aber sicherheitshalber nochmal bei Telegram gucken. Nee, Markus. Markus war's. Markus hat mich darauf aufmerksam gemacht. Da erstmal fette Grüße an Markus. Ich danke dir. Und der schickt mir öfters mal so eine coolen Sachen. Also wo irgendwas billiger ist. Und da habe ich hier so ein Sima-Pack Bodies. Das hatten wir hier. Hier steht auch die Adresse. Wertbaudet. Ist auch, glaube ich, wertbaudet.de oder so. Ich habe keine Ahnung. War bei MyDeals und der hat er gefunden und hat mir das geschickt. Und da habe ich 7 Bodies für 7 Euro, glaube ich, gekauft. 7 Bodies für 7 Euro? Ja, ich glaube ja. Oder 7,99. Ich bin mir nicht sicher. Und wo ich die gekauft habe, habe ich den gedacht, die hatten so eine Sale-Aktion. Guckst du mal, was sie noch haben. Und da habe ich noch 2 ganz süße Pullover gefunden. So. Habe ich einmal das. Sieht man das? So. Das sieht ganz süß aus mit eine Katze, ein Küken oder so. Und dort einer ist eine Maus. Und dann unten steht Best Friends Early for Winter oder so. So. Das ist ganz süß, langärmlich. Da musste ich dann einfach zuschlagen. Habe ich bezahlt. Runtergesetzt von 7,99 auf 3,99, glaube ich. Bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. So, und dann habe ich noch einen gekauft. Da streiten meine Frau und ich drum, was das ist. Ich denke mal, dass es ich habe gedacht, das ist ein Reh. Meine Frau sagt, das ist ein Fuchs. So, kann man es sehen? Ja, auch eigentlich 7,99 oder so. Ich habe es für 3,99 gekauft. Auch von, hier steht auch verbaudet drin, 3 Monate, 60 cm. Kann ich euch ja mal zeigen. Das kann ich dann heute nämlich auch gleich in die Wäsche packen. Muss nur die Schilder dann abmachen. Kommen nämlich noch mehr Klamotten dazu. Ich war ja auch noch bei Family. Bei Family war ich eigentlich für meine große Tochter. Weil ich brauchte für meine große Tochter, unbedingt Strickjacken und Pullover. Neu. Weil in der Schule ist es halt... Pullover ist in der Schule nicht so toll. So, wenn wir unterwegs sind, ist ein Pullover gut, aber in der Schule lieber Strickjacken, hat die Schule mir damals schon in der ersten Klasse gesagt. Und meine Tochter sagt jetzt selber, mit Pullover in der Schule ist ganz doof, weil mal ist der Klassenraum zu warm, mal ist er zu kalt. Und dann da raus und drin gehen. Und deswegen ist in der Schule Zwiebellook viel besser. Und so kriegt sie halt Zwiebellook in der Schule an. Also ein T-Shirt. Hey, Unterhemden haben sie damals in der ersten Klasse schon auch gesagt, das ist doof. Lieber T-Shirt und Pullover, T-Shirt und Strickjacke. Weil die halt auch nicht sagen können, wie warm die Klasse ist. Und wegen Sportunterricht und so was alles. Und ich ziehe selber auch keine Unterhemden an. Also meine Tochter T-Shirt und Strickjacke und dann halt Jacke. Ja, und je nachdem, wie warm oder wie kalt es ist, haben wir verschiedene Strickjacken in verschiedenen Dicken. Also ganz dicke, normale und etwas dünnere. Und das macht sich dann im Klassenraum besser. Da kann sie sagen, ja, jetzt ist voll warm, lieber nur ein T-Shirt. Oder ein bisschen Strickjacke mit an. So, das machen wir mal zum Schluss. Ich mache erstmal die Sachen für die Große, damit ihr die sehen könnt. Weil ich habe dann auch noch was für die Kleine gefunden, weil bei Family hatten die auch so einen Mega-Sale. Und da musste ich auch zuschlagen. Da konnte ich nicht anders. So. Ich habe auch etliche Geld dafür ausgegeben. So, da haben wir einmal einen Pullover gekauft. Ein Kapuzenpullover ist das. Also der hat hier so eine Kapuze. Der ist grau, innen drin ist er blau. Ja. Und dann so mit Strass, Stern und Herz und so ein Smiley. Dann können wir das auch gleich mal rausmachen hier. Brauchen wir nicht das Schild.
So. Dann können wir den auch gleich mal umdrehen und für die Wäsche fertig machen. Ich mache nämlich gerade schon eine Waschmaschinenladung mit meiner Wäsche, weil so viel schwarze Zeug zusammengekommen ist. Und das Wetter ist gerade so cool, also nicht cool, aber cool warm, also schön warm, dass man einfach gut Wäsche waschen kann. So, dann habe ich hier noch einen. Also der eben, der graue, der sollte 17,99 Euro kosten. Ich habe ihn für 4,99 Euro bekommen. Ich kann es euch mal zeigen. Da. Da muss man doch zuschlagen. Den ich euch jetzt zeige, der sollte 12,99 Euro kosten. Und ich habe ihn für 4,99 Euro bekommen. So. Qualität, die glücklich macht. Okay. So, da haben wir dann so einen schwarzen mit so einem Stern drauf, in bunt, auch mit Strass. Meine Tochter steht total auf Strass. Der sieht jetzt ziemlich dick und flauschig aus. Der ist von außen flauschig. Aber, und von innen auch. Aber der ist nicht so dick. Oh, ich schwitze schon wieder. Ey, mir ist jetzt hier zu warm. Die Softshell-Box, die haut auch ordentlich Temperaturen raus. So. Und dann haben wir noch eine Strickjacke für Seekhof. Wir hatten noch eine andere Strickjacke. Die hat mir persönlich auch gefallen, ihr aber nicht. Die war halt Bündchen gemacht, also so auf Hüfte. Und das hat meiner Tochter nicht gefallen. Die ist ein bisschen enger und da hat sie sich nicht wohl drin gefühlt. So. Und muss sie ja nicht anziehen. Wenn sie das nicht will, dann muss sie nicht. Ist ja alt genug. So. Na, komm doch raus hier. So. Und die sollte 14,99 kosten und ich habe sie für 4,99 gekauft. So, zeige ich euch die mal. Eine weiße Strickjacke. Ja, weiß ist immer so eine Sache bei meiner Tochter, aber mittlerweile klappt das. Und dann hat sie da noch ein Sternchen. Wo waren wir da? Sternchen in Silber dran. Und auch sehr flauschig von außen und von innen auch ganz flauschig. Also ich habe vergessen, den schwarzen umzudrehen. So. Den mal das. Drehen wir den schwarzen auch gleich mal noch um. Ich bin auch am überlegen, ob wir da jetzt noch mal hinfahren und gucken, ob vielleicht noch mal was Neues im reduzierten Angebot ist. So, dann für meine kleine Tochter. Moment, jetzt muss ich das erstmal ordnen. Achso, das war dieses hier und das war dieses und das war dieses, genau. So, da haben wir einmal, habe ich da geholt, einen Body. So, haben sie runtergesetzt, also den Originalpreis kann ich nicht sehen. Wartet mal, ich mach mal kurz, versuche es wegzumachen. So, 6,99, ich könnte da vielleicht so ein bisschen erkennen. Und ich habe für 99 Cent bekommen. Ich versuche mal nochmal so wegzumachen. Ja, jetzt könnt ihr besser sehen. Ja, Mausi, ich sehe dich doch. 6,99 und ich habe es für 99 Cent bekommen. Ja, das ist doch ein Knallerpreis. Ein kleiner, süßer Body. Jetzt, weil sie... Ja, ich sehe dich doch. Ja, ja. Ein kleiner, süßer Body mit... Rüschen, also mit so, naja, mit so Ärmel mit Löchern drin halt, nicht Rüschen. Ja, und so kleidchenmäßig gemacht hier. So. Von hier oben an locker halt und hier hinten auch und hier unten ist es dann halt Body, ja, mit drei Knöpfen. Kennt ihr ja. Ja, Mausi, ich sehe dich. Ja, ich weiß. Ja, die ist rollig momentan. Ja, was denn? Ja, ich mach mal so, dann könnt ihr sie sehen. Die sitzt übrigens hier, wenn ihr euch wundert, wo die ist auf der Lehne vom Stuhl. So. Dann, was denn? Willst du schon wieder runter? Okay. Dann habe ich geholt. So, mach mal Schild ab. Für 4,99, was 12,99 kosten sollte. Einmal so ein, das ist ein Kombi-Ding, so ein Pullover, ein dünner Pullover mit unten auch so
Und dann halt Knöpfe hinten, nicht oben. Sieht man es ja. Und dazu die passende Hose. Wartet, ich muss das nur schnell umkrempeln, dass ich es nicht vergesse. So. Na kommt. Ich kann euch nachher nochmal die anderen Bodies zeigen. Die weißen, damit ihr euch da einen Einblick machen könnt. Und dazu eine weiß karierte Hose mit Herz, mit Glitzerherzen am Knie. Ja, das ist doch süß. Also wenn das nicht süß ist, weiß ich auch nicht. So. Und für den Preis, da muss man einfach zugreifen. Ich habe auch geguckt, ob da noch mehr für die Größe mit bei ist für meine Kleine, aber da war dann halt dann doch nicht mehr so viel da. So, dann habe ich hier zwei Bodies gekauft im Doppelpack. Sollten 7,99 kosten. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. 7,99 unten und ich habe bezahlt 1,99. Ja. Oh, Entschuldigung, ich schwitze wie ein Schwein. Ey, die Lampe schmeißt eine Hitze. So, da haben wir einmal ein Langarm-Body mit bei. So. Weil Übergangszeit ist ja noch und ja, unten, da macht man zu und da dann I love you. Weil Sommer ist ja noch lange nicht. Es dauert noch eine Weile und jetzt ist es 2 Monate, wird bald, also ist 2 Monate geworden. Die Klamotten kann sie dann mit etwa 3 Monaten tragen. Und da ist ja immer noch kalt. Und dann halt noch ein gestreifter, blau-weiß gestreift und mit lauter Herzen drauf. Ja? Ich mach mal wieder so. Voll süß. Mausi! Mausi! So, haben wir das auch. So, dann habe ich hier noch eine Kombination gekauft, bestehend aus 3 Teilen. 14,99 sollte es kosten. Ich habe 4,99 bezahlt. Und zwar ist das ein Pullover, ein dünner Pullover mit so einem Kleidchen und dann so Bunnies da unten. Das Kleidchen ist auch was dicker, also kann ich euch ja mal zeigen. Also das ist wirklich was dicker. Ist auch gut für den Übergang. Und dazu eine dünne weiße Hose. Na gut, weiß-grau. Weiß-grau gestreift, so irgendwie so. Und gleich kommt das mega süßeste überhaupt. Da passt die lange nicht rein. Aber ich muss das einfach haben. So. Muss ich mal gucken, ist das überhaupt festgemacht? Nee, ist nicht festgemacht. So. Also der Pullover und das Kleid sind auch nicht festgemacht. Das kann man voneinander trennen. So. So, haben wir das. Und dann halt hier könnt ihr auch das Kleid zu was anderen anziehen. Das ist ein dickeres Kleid, hat hinten hat es die Knöpfe. So, drehen wir das mal um. So. So, und jetzt kommt das mega süßeste überhaupt. Ein Kleid. Also das ist eine Größe 104. Ja, da kann sie vielleicht mit 2 Jahren so in etwa tragen. Ja, je nachdem, wie sie wächst. Aber das ist so süß. Das musste ich einfach haben hier. Und das ist auch hier, ihr müsst da mal den Stoff gucken. Seht ihr das? Das ist so unregelmäßiger Stoff und der glitzert. Und dann haben wir hier oben ein Band. Hinten ist dann die Schleife, hinten die Knöpfe. Das ist so süß. Und dann haben wir hier auch so ein Unterkleid oder Unterrock oder wie das heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie man es wäscht. Da muss ich meine Frau erst mal fragen nachher. Das kann ich ja, glaube ich, nicht einfach so mit darin machen. Hat auch noch Zeit, bis ich das wasche. So. Und hier oben auch, seht ihr, innen drin ist nochmal so Stoff drin. Also da passt sie bei weitem noch nicht rein. Aber das ist einfach süß und muss ich einfach haben. Dann habe ich noch bei Spock was gekauft, das ist noch nicht da. Dann habe ich bei, da werde ich dann wahrscheinlich nochmal separat ein Video machen, das ist ein Flaschenwärmer und sowas alles.
Wie heißt denn die App? JOM, also JOOM heißt die App. Also das ist halt. Na komm, geh auf. So sieht das. Er ist so ein bisschen. Wartet mal, ich mach mal zu. Ach. So sieht das Logo aus. Ein schwarzer Strich mit einem Kreis. Da habe ich halt für mich was gekauft und also zwei Sachen für mich, zwei Sachen für die Kleine. Das kommt dann noch. Ich werde auch noch bei Amazon bestellen müssen, was für meinen Kaffeeautomaten, wieder Reinigungszeug und so. Da wird dann demnächst dann nochmal ein Video kommen, dass ich euch das alles zeigen kann. Achso, ich wollte euch ja noch. Scheiße, das weiße T-Shirt hätte ich ja. Naja. Kann ich mich hier gleich mal die Schilder rausmachen und die Pullover umdrehen. Ich glaube, die weißen mache ich mal separat. Weiß kriegen wir auch noch ein bisschen was zusammen. Das dunkle mache ich. Muss ich mal gucken, was die Kleine alles noch für zusammengekriegt hat. Also meine große Tochter. Ich sage immer noch die Kleine, aber das ist im Prinzip die große Tochter. Aber wir haben Babys immer meine kleinen Prinzessinnen bleiben. So. Krempeln wir das mal um. So. Und sowieso ist ja gerade eh eine Waschmaschinenladung, ist ja gerade dran, also von daher. So. Machen wir das mal auf. Also ich habe mich da auch bei der Webseite angemeldet und kriege da jetzt auch mal ein Newsletter, wenn wieder was im Angebot ist. Das ist ganz gut. Wir haben auch gerade wieder irgendwie so ein 70% Sale oder sowas. Oder ist halt noch der 70% Sale? Ich weiß es nicht. So, dann können wir das mal alles wegschmeißen. Ich muss auch immer aufpassen, wegen den Plasterteilen von den Klamotten, was man da so abmacht, wo die Dinger dran sind. Weil wenn ich die irgendwo rumliegen lasse, der Tigger, der ist so schnell dran und frisst die Dinger. Der kaut die Dinger und frisst die. So schnell kannst du ja nicht gucken. Der ist irgendwie ein Plasterkater. So. Und dann haben wir hier halt, können wir das so anhängen. Wir können das hier auch aufmachen. Ich glaube, die Tüte werden wir mal aufheben. Da können wir dann in den Schrank von der Klee das super reinhängen. Ich hole das mal alles raus. So. Dann können wir uns den Body nämlich mal angucken. Also hier können wir auch schon mal Etikett abmachen von meinem T-Shirt. Und umdrehen. Ja, ist auch wieder von meinem T-Shirt hier auch wieder sehr dünn. Also typisch Kickware, aber eine Saison, zwei Saison geht das schon. So. Ach, hier sind gar keine Schilder dran, das ist ganz gut. Und so sieht der Body aus. Weiß. Mit langärmlich. Hier unten ist so ein bisschen enger. Aber ein bisschen Minimal-Stretch. Und hier oben so ein bisschen gefaltet. Seht ihr das? Ja, dass hier praktisch so ein bisschen dehnbar ist und dann aber. Ja. Das ist ganz gut. Können wir das schon mal umkrempeln? Ich will mir auch noch als nächstes wahrscheinlich das neue Farquay holen. Das sagen alle, das soll total toll sein. Achso, an einem ist ein Schild dran. Die anderen alle nicht. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir The Division vorbestelle, also Division 2. Ich habe noch nicht mal The Division 1 durchgespielt. Das liegt immer noch im Schrank, weil ich nicht dazu gekommen bin. Und ich wollte es ja mit Leuten zusammenspielen. Und die waren dann alle etliche Levels höher als ich. Und da hat das dann nichts mehr gebracht, weil die Gegner sind so stark wie der Stärkste im Team. Und wenn die alle Level 20 und 30 sind und Level 40 und so was alles, und ich nur Level 10. Ja, da konnte ich raufballern, wie ich wollte. Ich habe keinen Stich gesehen. Und dann habe ich auch die Lust dran verloren gehabt. Und deswegen, The Division 2 ist ja auch wieder ein reines Online-Spiel. Ich weiß nicht. Und ich habe ja noch so viele Spiele, die ich noch weiterspielen will. Ich habe hier die DLCs, weil war ja jetzt bei PlayStation
10-Euro-Aktion und 20-Euro oder ist so ja noch 10- und 20-Euro-Aktion und zu Weihnachten und Neujahr waren irgendwelche Aktionen und da habe ich mir die DLCs für Spider-Man runtergeladen. Also die Stadt, die niemals schläft, also den Season Pass habe ich geholt und habe jetzt praktisch alle drei DLCs für Spider-Man für die PS4 und ja, das will ich auch noch spielen. Metro will ich wahrscheinlich let's playen. Ja. Assassin's Creed muss ich noch weitermachen, die DLCs. Und dann kommen schon wieder die nächsten Spiele. Oh, so viele geile Spiele und so, so wenig Zeit. So. Machen wir mal unten den Body off. Ich habe echt Schiss, das Kleid zu versauen. Also das werde ich heute nicht waschen. Da muss ich, das kann ja auch, das müssen wir auch noch nicht waschen. Geht ja nur Farbe raus wahrscheinlich oder sowas. Das können wir auch noch die nächsten 2 Jahre im Schrank liegen lassen. So schnell wächst die Kleine da nicht drin. So, alle Bodies umgedreht. Klamotten fertig. Ja. Das andere ist alles so zum Abarbeiten. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier verschiedene Tüten machen. Einmal hier mit weiß. Das ist auch weiß. Das ist dunkel. Das ist rosa. Das kann bei weiß mit rein. Das ist auch weiß. Das ist dunkel. Das kann bei weiß mit rein. Das ist, machen wir bei rosa mit drin, das rote. Das kommt zu dunkel. Das kommt zu dunkel. Das kommt zu weiß. Das graue kommt auch mit. Ist zwar grau-blau, aber kann auch bei weiß mit rein, denke ich, hoffe ich. Ne, machen wir lieber bei dunkel mit drin. Sicher ist sicher. So, dass wir hier auch verschiedene Tüten haben. Mit verschiedenen Klamotten. Und dann werde ich wahrscheinlich noch eine ganze Weile zu waschen haben. So, nichtsdestotrotz würde ich denn jetzt hier auch einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wie gesagt, es kommt noch ein bisschen was. Und hier habe ich auch noch Zeug liegen. Akkus und Playstation-Zeug und was weiß ich, wo wir auch noch Videos machen müssen. Bis dahin, ein Däumchen wert, Träumchen denkt dran, Bimmelglocke nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, seid euer Odin.